Wissen Sie, wie viele Einzelteile in dieser Nobilia-Küche stecken? Multipliziert mit der Anzahl an Küchen, die wir jedes Jahr fertigen, eine schier unvorstellbare Dimension. Damit daraus garantierte Qualität zu einem unschlagbaren Preis wird, dazu braucht es ein durchdachtes System. Eigentlich ist die Art, wie wir Küchen bauen, ganz einfach. Zunächst fertigen wir alle Einzelteile. In großer Stückzahl, ohne Zuordnung zu einem Kundenauftrag. Erst im zweiten Teil der Produktion stellen wir alle benötigten Komponenten zusammen, woraus dann die spezielle Küche für Herrn Müller wird. Bis die Küche aber auf ihre Reise zu Herrn Müller geht, passiert viel. Im Rohplattenlager beginnt die Produktion. Hier wird im Halbstundenrhythmus Holz angeliefert. Der Vorrat reicht für eine Woche, denn wir sind gerne auf der sicheren Seite. Der erste Schritt von der Rohplatte zur Küche ist das Zusägen von Fronten, Seitenteilen, Einlegeböden, Sockelblenden etc. Oberste Richtlinie: so wenig Verschnitt wie möglich. Von Anfang an richten wir unser Augenmerk auf die hohe Qualität aller Materialien und Arbeitsschritte. Nach dem Zusägen werden die Kanten mit Umleimern versehen. Eine Hochleistungskamera kontrolliert jede fertige Platte auf Fehler oder Kratzer. Am Ende überprüfen unsere Adleraugen. Den Damen der Qualitätssicherung entgeht kein Detail. Bis zu unserem Zwischenlager hat die Küche noch keinen Namen und auch keinen Käufer. Das ändert sich jetzt. Auf Basis der Bestellung kommissionieren wir alle benötigten Einzelteile für den Auftrag. Und zwar exakt einen Tag, bevor die Küche gebaut wird. Eine verantwortungsvolle Aufgabe, die von modernster Technik unterstützt wird. Hier beginnt die personalisierte Fertigung nach Kundenauftrag. Auch bei den Scharnieren selbst kommt unsere ostwestfälische Gründlichkeit zum Tragen, denn wir vertrauen nur auf beste Qualität. An dieser Maschine werden aus Einzelteilen ganze Schubkästen. Jeder einzelne nach individuellen Vorgaben und trotzdem in Serie gefertigt. Die Arbeitsplatte, das verbindende Element jeder Küche. Hier ist absolute Individualität gefragt. Selbstverständlich wird jedes Ergebnis genauestens geprüft. Die Schränke entstehen, parallel gefertigt.
Und hier sehen wir auch unsere Schubkästen wieder. Jetzt ist der Schrank komplett und wird sorgfältig verpackt. Damit endet die Küchenfertigung. Die Bauteile sind nun auf ihrem Weg zum Versand. Und erst hier, vorm Verladetor, erfolgt die Zusammenführung der gesamten Küche. Inklusive Elektrogeräte, Arbeitsplatten und Zubehör. Eine logistische Meisterleistung, denn alle Komponenten müssen punktgenau zur Stelle sein. Die Küche für Herrn Müller ist vollständig. In guter wie zahlreicher Gesellschaft geht es nun auf den Weg zum Kunden. Das System Nobilia. Ein System, das funktioniert.